Hallo und einen guten Morgen aus meiner Unterkunft. Ich bin gestern Abend in Bangkok gelandet und das hier ist mein allererster Morgen. Ich dachte mir, das Ganze kann ich nicht besser starten, als euch mein Hostel zu zeigen, denn aktuell schlafe ich für die nächsten 3 Nächte hier in diesem Vierbettzimmer. Das Ganze kostet knapp 12 Euro die Nacht und das Bett ist bequem, heißt, mehr erwarte ich aktuell erstmal nicht. Einfach mal raus aus dem Hostel und ich bin direkt im Geschehen. Was ich dort so gesehen habe, zeige ich euch in diesem Video. Also hier ist wohl wie so ein kleiner Flohmarkt aufgebaut. Vorne gibt es auch ein paar Vintage-T-Shirt, Harley Davidson sehe ich schon. Schauen wir einfach mal. Also wir sind hier mitten im Nirgendwo. Guckt euch das mal an. How much is the jacket? Okay, and jeans? Okay, thank you, thank you. Okay, 3.300 Baht sind knapp 30 Euro, 40 Euro und 800 sind auch so 25 Euro circa. Also nicht ganz so billig. Aber wir schauen auf jeden Fall, wo die Schnäppchen sind, weil deswegen sind wir ja da. Himmel. Schuhe ohne Ende. Oben auch ein paar T-Shirts. Hier sind Sneaker. Hallo. Kostet zum Beispiel nur 100 Baht, also 3 Euro. Die sind schön.
mir ein paar gefakte Sachen. Chanel. Dior, MCM, Louis Vuitton. Auf jeden Fall war wieder echt. How much are these? 250. Also 7 Euro. Let's go, bye. Yes, thank you. Und hier. Die sind auch krass. Verschiedene Yeezy. Also eine riesen Auswahl an tausenden Sachen. Manche sind original, manche sind nicht original, aber richtig schön. Viele verschiedene Sachen. Und dann kann man hier überall so Münzen kaufen. Hier zum Beispiel so ein altes Schlüsselschild noch. Oder so eben so Antiquitäten. Was mir auch auf jeden Fall aufgefallen ist, dass die Thailänder eine sehr große Begeisterung haben für Sachen aus den USA. Also seien es jetzt T-Shirts oder irgendwelche Sammelkarten oder allgemein Sachen aus den USA sind hier sehr, sehr beliebt. Dann hatte jeder so seinen eigenen kleinen Stand aufgebaut und verkauft so ein paar Sachen. Und wie gesagt, wir sind hier mitten bei so einer riesigen Verkehrsstraße. 10 Uhr morgens, ist noch nicht so wirklich viel los. Da vorne ist der Shatuchak Weekend Market. Da möchten wir jetzt auch hin. Was auch ganz cool ist, hier oben hat man immer diesen Timer, wie lange noch grün ist. Auch. Der gute Mann will von uns jetzt erstmal was. Oh, sorry. Dann geht's hier gleich schon los mit Essen. Oh. Thank you.